Wie lernen Erfolgreiche und vor allem von wem? Die German Speakers Association lieferte auf ihrer diesjährigen Convention eine Antwort in Form des One-Million-Dollar-Tables. Anfang September testete der Rednerverband das neue Lernformat in Düsseldorf aus. One-Million-Dollar-Table ist ein geschützter Rahmen für Menschen, die sehr erfolgreich sind, die entweder 1 Million Dollar Umsatz machen oder sehr, sehr bekannt sind, weil sie den CSP haben oder in der Hall of Fame sind. Und was heißt geschützter Rahmen? Egal, wie erfolgreich ein Mensch ist, es gibt immer Bereiche in seinem Berufsleben, wo er Fragen hat, wo er neues Terrain betritt, wo neue Ergebnisse gibt, weil sich der Markt ganz stark verändert. Und diese Fragen möchte man einfach gerne in einem Kreis von Gleichgesinnten besprechen. Der Million-Dollar-Table ist im Prinzip nur die Überschrift. Der Million-Dollar ist das in Brackets zu sehen, dass wir eine Zahl haben, an der wir uns hier orientieren. Und es geht nicht um Selbstbeweihräucherung der Teilnehmer, sondern jeder der Teilnehmer dieses Tables, und ich werde eingeladen und dann darf ich dabei sein, habe 3 Minuten Redezeit und muss in den 3 Minuten, kann in den drei Minuten mein bestes Erlebnis, meine besten Erfolge, mein aktuelles bestes Thema auf der einen Seite, genau wie mein aktuelles größtes Problem auf der anderen Seite darstellen, und bitten dann die Teilnehmer, die zuhören, um das Feedback zur besten Idee und um das Feedback zum größten Problem. Und damit geht jeder, und es wird schriftlich gegeben, da wird nicht lang geredet, es wird nur 3 Minuten gesprochen, alle anderen hören zu, geben ihr Feedback dann schriftlich. Und in den Pausen werden die schriftlichen Feedbacks überreicht und damit geht jeder Einzelne hier entsprechend um die Anzahl der Feedbacks bereichert raus. Modell für das Netzwerk Treffen der erfolgreichen Redner standen vergleichbare Veranstaltungen in den USA, dem Mutterland des Speaking. Aus der deutschen Vereinigung fanden sich 32 Mitglieder zu der kollegialen Beratung im elitären Kreis zusammen. Also ich habe so viele wertvolle Tipps von Kollegen auf Augenhöhe bekommen, die bekomme ich sonst nicht. Ich denke, aber an bestimmten Erfolgslevel arbeitet man sehr alleine vor sich hin. Und das ist wirklich eine einmalige Gelegenheit in der Branche, sich mit Leuten, mit Kollegen auf Augenhöhe zu unterhalten, auszutauschen, Tipps zu kriegen und zu bekommen. Das ist der Gedanke von Sharing in seiner besten Art, auch aus meiner Sicht. Ich habe es mir erhofft, weil ich die GSA vom Spirit so kenne, dass wir sehr offen miteinander reden. Dass es also nicht eine Ego-Show wird oder sowas, wie bei erfolgreichen Menschen ja oft der Fall, sondern dass wir wirklich auch offen miteinander reden, auch über Schwachstellen reden und uns wirklich zeigen. Nur so kann man wirklich gut das Wissen teilen und weiterkommen zusammen. Hinter geschlossenen Türen wurde etwa über Produktgestaltung, Internationalisierung und Marketingstrategien diskutiert. Ich habe mindestens 10 verwertbare Ideen aus diesem Treffen herausgenommen. Also es war der Hammer, es war einfach absolut klasse, weil die Kollegen waren sehr offen, sehr ehrlich. Wir haben uns gegenseitig erzählt, vor welchen Herausforderungen wir stehen. Die haben einige erzählt, wie sie Herausforderungen gemeistert haben, und wir haben voneinander wahnsinnig viel gelernt. So positiv wie der One-Million-Dollar-Table von den Teilnehmern gesehen wurde, so kontrovers war die Idee dazu vorab diskutiert worden. Der Name ist provozierend. Wenn ich den höre, heißt das, treffen sich da jetzt ein elitärer Superreichen-Club, werde ich ausgegrenzt zum Beispiel. Geht es hier darum, irgendwelche willkürlichen Trennungen einzuziehen? Aber darum geht es überhaupt nicht. Sondern es gibt in diesem Verband, in der GSA, gibt es ganz verschiedene Gruppen. Es gibt Menschen, die gerade erst beginnen mit ihrer Karriere. Es gibt Menschen, die so in einem Mittelmaß sind. Es gibt auch Menschen, die schon sehr, sehr weit fortgeschritten sind. Es gibt Menschen mit unterschiedlichen Geschäftsmodellen und die haben auch unterschiedliche Fragestellungen. Und genau das war jetzt, diese Million-Dollar-Table war ein weiteres Angebot, was man eben einer ganz bestimmten Gruppe innerhalb dieses Verbandes machen kann und gemacht hat und aus dem die einen extrem hohen Nutzen sehen. Das Fazit dürfte versöhnlich stimmen. Lernen kann, will und muss man auf jedem Niveau.